Hallo meine lieben Zuschauer zu einem Preview von We Are Football, was ja bald am 10. Juni, also in ein paar Stunden, offiziell released wird. Ich habe von THQ Nordic freundlicherweise die Möglichkeit bekommen, das Spiel schon vorab zu testen, und das habe ich auch ein paar Stunden lang gemacht. Und jetzt folgt ein Preview dazu. Ich habe mal die Webcam ausgemacht, weil so kann man auch mehr vom Spiel selbst sehen. Man sieht, man kann mit einem Spieler spielen oder aber mit zwei. Der Zwei-Spieler-Modus ist ein sogenannter Hot-Seat-Modus, also jeweils an einem PC zockt man zusammen, so wie es vielleicht einige von euch noch kennen, von den früheren EA Sports Fußball-Manager-Teilen oder auch von Anstoß, wo das ja auch ginge. Ich habe jetzt mal auf einen Spieler geklickt, weil wir natürlich nur einer sind. Hier direkt eine große Neuerung, von denen auch bestimmt schon die meisten von euch gehört haben. Und zwar natürlich gibt es typischerweise den Männerfußball, aber auch den Frauenfußball. Und den Rest könnt ihr die verschiedenen Lizenzen sehen, die vorhanden sind. Die erste und zweite Liga sowie die Pokalwettbewerbe. Das gleiche gilt auch für den Männerfußball. Man kann hierbei entscheiden, ob man die Basisdatenbank haben möchte. Also ohne Bundesliga-DLC oder aber die typische DLC-Version, die man sich auch erwerben kann, die allerdings ein paar Euro mehr kostet, aber ich glaube nur um die 5 Euro. Wie man auch sehen kann, im Herbst 2021 wird es dann auch ein Saison-Update geben mit den aktuellen Kadern zur Saison 2021-22. Also wer warten möchte, kann ich natürlich tun, aber man kann natürlich auch schon mit der aktuellen, gerade eben beendeten Saison das Ganze hier beginnen. Ich habe direkt mal den Spielstand gestartet, mit dem ich hier das alles mir mal ein bisschen angeschaut habe, und zwar mit Eintracht Frankfurt. Das hier ist die sogenannte Zentrale, wo natürlich man die ganze Übersicht hat über alles. Und direkt zu Beginn, eine Sache, die, wie ich finde, sehr neu ist, sind die sogenannten Boost-Punkte, die man sammeln kann, oben links zum Beispiel. Die sammelt man meistens, wenn man zum Beispiel das allererste Mal auf die verschiedenen Abteilungen klickt. Dann kriegt man diese Infovideos unter anderem. Und wenn man die ein bisschen durchliest, kriegt man zum Beispiel 3 Manager-Punkte. Diese Boost-Punkte kann man unter anderem dazu verwenden, um Spieler zu boosten. Zum Beispiel in diesem Fall Markus Schubert macht gerade ein individuelles Training, trainiert gerade die Fangsicherheit. Man sieht hier einen Balken und man kann zum Beispiel den Fortschritt um jeweils 10% nach vorne boosten. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zur Zentrale. Da habt ihr, wie gesagt, einen ganzen Überblick vom Transferbudget, von der Beliebtheit, der Tabellenplatz, der Spielplan, den man hier kurz auch mal nach oben und runter schieben kann. Also eigentlich recht selbsterklärend. Gehen wir jetzt mal zur ersten Mannschaft. Hier hat man einen Überblick vom ganzen Kader, die Aufstellung, so wie man das auch unter anderem kennt von Anstoß. Hierbei ist natürlich auch zu erwähnen, dass es We Are Football sowieso sieht in einer Reihe mit Anstoß oder auch mit EA Sports Fußball Manager, den ja auch unter anderem Gerald Köhler entwickelt hat, der ja auch hier federführend ist bei We Are Football. Und da sieht man auch auf jeden Fall in vielen Facetten, dass hier schon sehr viele bekannte Modi vorhanden sind und auch allgemein die Grafik schon etwas von früher aufweist. Ja, die Aufstellung ist auch natürlich sehr, relativ selbsterklärend. Man kann die Spieler hin und her schieben und sieht direkt auch, wie sich die einzelnen Stärkepunkte verändern, was ich natürlich auch super finde. Also man kann mit kleinsten Veränderungen ein Spiel stärker oder schwächer machen, je nachdem, wie man spielen möchte. Das finde ich eigentlich relativ gut gemacht und auch einzigartig, würde ich mal sagen. Und auch, was typisch ist für Spiele von Gerald Köhler, man kann sich in solchen Games komplett vertiefen, man kann in die Taktik reingehen. Allerdings ist es halt auch für jeden zugänglich. Also wenn man vielleicht nicht ganz so viel Zeit hat, kann man natürlich auch alles dem Co-Trainer automatisch besetzen lassen. Ich sag einmal mit einem Klick, macht er natürlich alles von alleine. Das gleiche gilt auch für Training und auch für viele andere Bereiche, die man automatisieren kann, je nachdem, wie man es selbst gerne hätte. Natürlich gibt es ja auch eine zweite Mannschaft, wo man sich die Aufstellung anschauen kann, aber da ist der Trainer der zweiten Mannschaft für verantwortlich. In der Jugend ist ebenso vorhanden, wo man sich die direkt angucken kann, auch von der U17 und der U19. Man kann die Mitarbeiter einstellen. Und apropos Mitarbeiter, da gehen wir mal ganz kurz zum Headquarter, also hier. Da habt ihr eine Übersicht von allen Mitarbeitern, die man haben kann. Wenn man der Meinung ist, oh, die Auslastung ist hoch,
kann man immer ein höheres Ziel verlangen und dann wird der Vorstand versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten die Mitarbeiteranzahl dementsprechend anzupassen. Natürlich muss man da auch gucken, ob sich das auch lohnt finanziell und ob man überhaupt dazu in der Lage ist. Gehen wir mal zum Bereich Transfers, den man so erreichen kann oder aber auch direkt hier bei Spieler scouten verpflichten. Den Punkt hat man auch hier. Man kann sich verschiedene Scouts zulegen. Ich habe es jetzt mal so als Beispiel gemacht. Ich hatte nur einen Scout, habe als Ziel 10 gewählt und mittlerweile habe ich hier schon 3 innerhalb der letzten 2-3 Wochen, glaube ich, dazu gewonnen. Genau. Die braucht man natürlich, um Spieler zu scouten, um die Fähigkeiten noch besser herauskristallisieren zu können. Sucht man einen Spieler, geht das auch ganz einfach. Man kann sich das Land aussuchen, die Nationalität, die Position. Alles relativ selbsterklärend und natürlich mit einem Klick auf den Spieler kann man ein Vorgespräch mit dem jeweiligen führen. Hier sieht man zum Beispiel einen Terminplan, den kann man immer die einzelnen Termine so verschieben, wie man möchte. Und zu den einzelnen Vertragsgesprächen kommen wir auch noch gleich. Und dann möchte man mit scouten, einfach hier mit einem Klick auf Spieler scouten und das hätte sich erledigt. Gehen wir nun zur Infrastruktur, wo man nicht nur in das Stadion selbst investieren kann. Man kann natürlich auch ein Flutlicht ausbauen. Gut, hier bei Eintracht Frankfurt ist es schon am höchsten, das kann man mal ganz gut erkennen. Genau, die Anzeigetafel, auch ein Feature, was man glaube ich noch ganz gut kennt von Anstoß. Man kann sich das Gelände selbst angucken, wie das ausgebaut wurde. Ebenso gibt es ein Vereinsmuseum, wo alle Trophäen drin sind. Man kann sich sogar hier frei bewegen, was ich ganz cool finde. Ja, jetzt noch nicht ganz so viele Trophäen, aber wenn man zum Beispiel 30, 40 hat, dann würde es praktisch hier hinten noch weitergehen. Aber hier in dem Fall ist das noch nicht unbedingt vonnöten. Gehen wir direkt mal in die Stadionansicht. Da seht ihr, wie das Stadion von innen aussieht. Und wie auch ebenfalls von Anstoß bekannt, kann man die einzelnen Tribünen schön hochbauen, wie man möchte. Mit Stehplätzen, Sitzplätzen, Bannenwerbung etc. pp. Das könnt ihr ganz gut sehen. Machen wir jetzt mal als Beispiel in der Haupttribüne so weit nach oben, wie es eben nur geht. Und schauen uns mal ganz kurz an, wie das ausschaut. Das ist die eben von mir bearbeitete Haupttribüne. Natürlich fehlt da jetzt ein Dach, aber das muss natürlich jeder für sich machen, wie er möchte. Genau. Die Kosten sieht man dann natürlich, wie viel Einnahmen man generieren würde, die neue Kapazität. Auch die einzelnen Tribünen sind ja ganz gut zu sehen. Dann gehen wir mal zu den Finanzen, wo man eine Menge machen kann. Hier sieht man natürlich erstmal die ganze Übersicht. Man sieht die ganzen Einnahmen, die ganzen Ausgaben der letzten Monaten, der jetzigen Saison, der letzten Saison. Ebenso kann man auch Anlagen verkaufen oder auch selbst kaufen. Hier nach Zinssatz, wenn man gerne damit rumspielt, ist das natürlich etwas für einen selbst. Einen Kredit kann man aufnehmen. Man kann Fananleihen auflegen, was man unter anderem auch in der Realität aktuell kennt. Zum Beispiel vom FC Schalke 04 oder auch von Werder Bremen, die das ja auch teilweise machen müssen, finanzieller Natur. Ebenso kann man ja an die Börse gehen. Das ist aber erst möglich, wenn man mindestens 2 Jahre bei einem Verein ist. Und wie man auch hier sehen kann, bei Eintracht Frankfurt zumindest 2/3 der Fans dafür sind. Hier sieht man, wie viel das einen bringen würde. Also das wäre natürlich ein Riesenpush für den ganzen Verein, wenn man jetzt eine 500 Millionen kriegen würde. Jetzt machen wir mal einen kurzen Versuch, um euch mal die Vertragsgespräche zu zeigen. Ich habe ja schon einen mit Finn Reinhardt vereinbart. Das schauen wir uns gleich mal an, wie das Ganze funktioniert. Und immer bevor man weiter drückt, gibt es hier bei der Wochenplanung Vorschläge, was man machen könnte. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Manchmal muss man da selbst interagieren oder aber man geht zu einem Fanclub, man interagiert da nicht selbst, sondern kriegt einfach nur die Nachricht, dass der Besuch vom Fanclub ein voller Erfolg war und die Fans natürlich sich darüber freuen. Hier das Training, was man selbst gestalten kann oder aber natürlich auch immer delegierbar ist an die Mitarbeiter. So, hier sind wir nun bei den Vertragsverhandlungen mit einem Spieler. Es unterscheidet sich nicht wirklich mit Vertragsverhandlungen mit einem Verein, wenn man um die Ablösesumme falschen möchte, egal bei Einkäufen oder Verkäufen. Das ist ja alles relativ selbsterklärend. Worauf man allerdings achten muss, sind die Verhandlungsrunden unten.
Bei unserem Beispiel haben wir nur 4 Verhandlungsrunden. Wenn man die eigene Managerfähigkeit erhöht, kann man mehr Runden generieren. Und diese Punkte hier sind die Verhandlungspunkte. Also es kann zum Beispiel, hier in dem Fall sind es 8 Punkte, 8-mal in eine Richtung gehen. Das kann man ganz unten sehr gut erkennen. In dem Fall geht das nur 8-mal. Also sollte man sich genau überlegen, wie man das Ganze dann angeht. Auch wenn es 4 Verhandlungsrunden geht, wenn das Angebot für den Spieler zum Beispiel unverschämt schlecht ist, dann kann das auch hier beim Balken komplett runtergehen, sodass man direkt auch schon bei der allerersten Verhandlungsrunde oder schon bei der zweiten den Spieler nicht mehr kriegt. Machen wir jetzt mal ein Angebot, was einigermaßen okay ist. So, wir verhandeln jetzt. Das war die erste Runde. Man sieht, der nähert sich an beim Grundgehalt. Das Handgeld ist jetzt genauso. Die Zufriedenheit vom Spieler geht immer weiter runter, aber in dem Fall hat es geklappt. Während die Woche vorbeigeht, sieht man auch immer einzelne Nachrichten an den einzelnen Tagen. Hier gibt es jetzt mal eine Transferanfrage zufälligerweise. Man kann direkt verkaufen oder es absagen. Machen wir jetzt mal einen Verkauf, plan es für den Donnerstag. Und hier, wie gesagt, kann man auch relativ einfach erklärt mit dem Verein verhandeln. Schon erledigt. Und der Spieler ist dann verkauft. Jetzt schauen wir uns mal einen Spieltag genauer an, beziehungsweise wie ein Spiel so verläuft. Die Aufstellung lassen wir erstmal so. Hat der Co-Trainer selbst erstellt. 3-1-3-3 oder 3-4-3, je nachdem, wie man möchte. Man kann übrigens auch fragwürdige Mittel, wie es hier steht, anwenden, wie uns unter anderem den Platz nicht reparieren, wässern oder einen schmaler machen. Kommt natürlich immer darauf an, was für eine Spielweise man hat. Da kann man natürlich versuchen, mit legalen, aber vielleicht nicht ganz so netten Mitteln das Spiel noch auf seine Seite zu hieven. Und hier sieht man auch die Taktik. Die kann man natürlich auch vor einer Partie immer schon machen. Hier kann man selbst eine Menge einstellen. Man sieht den Trainingszustand, kann man daraufhin entscheiden, wie häufig man das anwenden soll. Aber auch hier kann natürlich der Co-Trainer alles selbst machen. Und vor der Partie kann man noch immer Motivationsansagen geben. Da sieht man, wie häufig man das machen kann. Bei spezielleren Ansagen hat man jetzt nur 3-mal die Möglichkeit, diese zu benutzen. Wir haben das ja schon einmal gemacht bei einer anderen Partie, deswegen haben wir ja schon mal 1 weg. Die Wirksamkeit, man kann immer Wut steigern, die eigene Stärke, die Taktik und den Fokus hochhalten. Man kann Spielern Trainingsfreigaben geben oder damit drohen, dass sie am nächsten Tag schöne Laufarbeit machen dürfen, was nicht unbedingt gerne gesehen wird. Ebenso eine Prämie, wenn man die Partie gewinnen sollte. Also auch sehr vieles, was man auch unter anderem von Anstoß kennt. Beginnen wir mal die Partie. Machen wir mal Fans und Szenen, damit ihr das besser sehen könnt, wie genau das hier aussieht bei den einzelnen Darstellungen. Natürlich kann man auch hier das Tempo auch unter anderem von den Spielszenen erhöhen. Das war jetzt eine Darstellung von den Fans. Und auch diese Fans-Darstellung kann man im Editor anpassen, aber zum Editor kommen wir gleich. Jetzt die erste Szene gezeigt wird, ein Eckball vom Gegner Munas Dabur zurück auf Ermin Bicakcic und Kevin Trapp pariert. Also relativ einfach erklärt, wie das Ganze funktioniert. Jetzt haben wir eine Halbzeitansprache, man kann nicht immer eine extra Motivation machen. Es sind 5 Wechsel möglich, ich denke mal, das hat auch was mit der aktuellen Situation zu tun, wo man natürlich 5-mal wechseln darf. Zur neuen Saison dürften es wieder nur 3 sein. Wir wechseln einfach mal jetzt Tuta für Evon Dika ein, lassen es so weiter. Können natürlich die Taktik ändern, die einzelnen Anweisungen machen. Man kann auch einen Angriffseditor erstellen. Also hier kann man wirklich sehr, sehr viel selbst in Eigenregie angehen, was taktischer Natur ist. Möchte man innerhalb des Spiels wechseln, ganz einfach geht man auf Auswechslung. Wenn die Szene vorbei ist, also die Darstellung, kommen wir direkt hier ins Menü. Können zum Beispiel Hasebe jetzt für Dominico einwechseln. Die Taktik kann man natürlich auch immer währenddessen anpassen. Muss aber natürlich erstmal warten, bis die aktuelle Chance vorbei ist. So, das war jetzt zum Beispiel ein Tor glücklicherweise für uns, also sehr gut.
Man sieht, es sind auf jeden Fall verschiedene Spielzüge, die hier auch angegeben werden, sondern gezeigt werden. Gut, ich denke, das war erstmal genug vom Spiel selbst. Switchen wir jetzt erst einmal direkt zum Editor und dann zeige ich euch da auch mal, was da so alles möglich ist. So, da sind wir jetzt beim Editor von Wii Football. Ist auch relativ einfach erklärt. Hier unten, oben kann man das Land jeweils auswählen, welches man bearbeiten möchte. Wir bleiben jetzt einfach mal bei Deutschland. Hier sind alle Vereine aufgelistet, die drin sind. So, nehmen wir mal hier Preußen Dortmund. Gut, da sind jetzt erstmal die nicht originalen Namen, die Standardnamen, die vorhanden sind. Aber wenn man zum Beispiel die Bundesliga-Lizenz hat, dann ist das natürlich auch direkt alles aktualisiert. Man kann ja einfach alles ändern, wie man auch sehen kann. Auch den Gründungstag, Umsatz, eigentlich relativ eine Menge änderbar. Hier hat man die einzelnen Abteilungen. Gut, der BVB hat jetzt in dem Fall keine Frauenabteilung in den ersten beiden Ligen. Aber sollte zum Beispiel ein Verein wie der VfL Wolfsburg eine Frauenabteilung haben, gehen wir mal da ganz kurz hin. Da hat man auch eine Männer- und eine Frauenabteilung. Und ihr seht, man kann hier eigentlich relativ alles ändern, was möglich ist, auch das, selbst das Ligensystem. Man kann auch eigene Schiedsrichter, Sponsoren, Grafiken etc. einfügen. Hierzu habe ich euch, falls ihr das mal selbst machen möchtet, in der Videobeschreibung einen Link reingetan, den mir THQ freundlicherweise geschickt hat. Da stehen auch die einzelnen Abmessungen drin, wie am besten die Grafiken sein sollten, also welche Maße sie haben sollten, ob sie transparent sein sollten, nicht transparent. Also für die Leute, die sich da ein bisschen mit beschäftigen wollen, ist das sicherlich relativ hilfreich. So, hier haben wir von allen Männerfußballspielern auch die einzelnen Dateien, also die Namen. Hier allerdings ohne echte Namen, weil das natürlich immer die Standardlizenz ist, die hier angezeigt wird. Aber man kann zum Beispiel jetzt hier ganz einfach das natürlich Erling Haaland einfach mal den Namen ändern, Geburtsdatum, auch selbst die Stärke, das Talent, also alles anpassen. Man kann ihn sogar in die zweite Mannschaft verschieben, also selbst den Charakter kann man anpassen. Also wirklich, es gibt hier keine Grenzen beim Editor. Also man kann wirklich sagen, das ist schon, ja, er lässt keine Wünsche übrig. Gut, ich würde dann mal sagen, das war's dann soweit für mein Review. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie sehr gerne in die Kommentare oder aber unter den anderen Videos zum Spiel. Ihr könnt mir natürlich auch auf allen Plattformen folgen, wo ich bin. Die Links sind jeweils in der Videobeschreibung. Natürlich auch, wenn ich zum Beispiel das Spiel selbst live streamen sollte auf Twitch, könnt ihr dann in den Chat was reinschreiben. Da kann ich euch auch direkt mal eine Antwort geben, die jeweilige Frage auch direkt live beantworten. Das ist natürlich am besten. Also ich hoffe, euch hat dieses Preview gefallen. War das erste der Art von mir. Und ja, sollte es irgendwelche offene Fragen geben, wie gesagt, meldet euch sehr gerne. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns sicherlich irgendwo. Macht's gut.